Bundesbauministerin Klara Geiwitz hat mehr Baugeld für Familien in Aussicht gestellt. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Wohneigentumsförderung für junge Familien zu verbessern, sagte Geiwitz der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie verwies auf das laufende, aber wenig genutzte Programm für Familien mit einem Jahreseinkommen bis 60.000 Euro. Diese Grenze sollte angehoben werden. Zudem könnten die Kredithöhen steigen. Der SPD-Politikerin zufolge sollen die verbesserten Konditionen in wenigen Wochen stehen. Baugeld wird in Form von Fördergeldern oder zinsgünstigen Krediten sowohl vom Bund als auch von Bundesländern, Städten und Gemeinden gewährt. Das ehemalige Baukindergeld des Bundes wurde im Juni 2023 abgelöst von der staatlichen KfW-Förderung Wohneigentum für Familien mit strengen Klimavorgaben. Für eine Familie mit zwei Kindern sind laut Bundesregierung insgesamt Ersparnisse von mehr als 40.000 Euro möglich. Bereits am Freitag hatte dieselbe Zeitung gemeldet, dass Geiwitz auch ein Förderprogramm zum Kauf von Bestandshäusern plant. Das Volumen stehe noch nicht fest, so Geiwitz.